Herzlich willkommen zu Pokémon Trading Card Game Online mit Samkimmelkatze, meine Wenigkeit. Das wird eine Unboxing-Folge. Ich habe ein bisschen was gesammelt, ein bisschen was gekauft. Und ich würde sagen, ich versuche das mal in zwei Parts zu teilen, weil ich so viel habe. Wir machen erstmal die Truhen auf. Scheiße, das sind 10 Stück. Na egal. Fangen wir mal an. Cool, eine seltene Karte. Und es ist. Oh, ein Seetalking. Das hab ich noch gar nicht. Nee, hab ich doch. Okay. Mist, ich kann es nicht größer machen. Oh, wieder eine seltene. Auch nicht schlecht. Aha, zwei Mits. Okay. Ein Faser. Faser, Snob. Nob. Die männliche Variante. Die weibliche ist ja braun am Kopf. Cool. Wie viel? Oh, viermal, Alter. Geil, Reptain. Nice. Die hab ich glaube eh mal. So. Ich kann die größer machen. Scheiße. Ich würde gerne lesen, was der Effekt ist. Einmal während des Zuges zu deinem Angriff. Ich sollte auch vielleicht mal mein Bildschirm heller machen. Ich pfeife. Ja, kannst den Müll verwerfen bei Kopf zu suche dein Deck nach ein Basisenergie. Füge sie an dann. Ah, okay. Das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Hab ich schon. Geil, wieder 10. Okay, das müsste ich. Eigentlich müsste ich das ohne haben. Das kommt mir zumindest nicht bekannt vor, sagen wir mal so. Yes! 3 Stück! Geil! 3 Reptains. Nice. Freue ich mich richtig drüber. Ohohoho. Komm, gib mir was Gutes. Gib mir was Gutes. Mega Stolos. So. Dann mach ich mit die 3 auf. Weil da müsste ich rein theoretisch nicht so viele Monster drin haben. Oh, es lädt. Okay, wir kriegen neue Monster. Wir kriegen viele neue Monster. Oh, nice. Oh, 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 oh. Oh, Gleitzwicker. Ah, geil, 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 geil. Was haben wir denn hier? Wir haben Bullpix. Okay, halt. Finsternis Energie. Nice. Endivier. Naja. Okay, 30 Schaden reduzieren. Kumulator zu 20 und zu 10 ziehen. Traumfugier. Jeder Spiel zieht. Was? Zieht 3 Karten? Ei.
Artstyle gefällt mir. Super Nachmacherin, okay. Mischte deine Handkarten in dein Deck. Zähle danach eine Anzahl Karten. Ich weiß nicht. Okay. Das macht Bock. Cool, Glitzer. Super Gifthauch. Verteidigung ist jetzt vergiftet. Super Explosion. Finale halt. Also zur 90 ist dann tot, in dem Sinne. Und Kratpool. Scheutecke. Krampul fügt sich selbst 20 zu, tausche. Ah, okay. Ach, 10 weitere, okay. Wenn ich dann die Attacke mache, wird es dann 60. Okay. Oh, wieder neue Karten. Oh, geil. Was? Was ist das denn? Was? Alter! Alter, das sieht aus wie eine Mischung zwischen Blitzer und Emily. Das sieht so kacke aus. Na gut, nicht kacke, aber sieht lustig aus. Oh, scheiße. Standard. Kanimani, was für ein... nicht schlecht. Feuerwerk, auf eine Münze bezahlt. Okay, das ist natürlich nicht so geil. Cheerleader-Jubel. Okay. Oh, das fand geil. Das kann denn von. Steinschleuder, Schaden durch. Nicht schlecht. Okay. Also der erste ist nicht schlecht. Aber zack 3. Aber zack 70. E50. Wie Peters. Wie Peters ist jetzt vergiftet. Was? Wie Peters ist jetzt vergiftet. Wenn wie Peters vergiftet ist, fügt dieser Angriff 20 plus 60 weiteren Schaden zu. Entferne den Spezialzustand vergiftet von Bibitis. Alter. Man muss sich quasi selber vergiften, das... Oh, ne. Das ist echt so dumm. Alter, das ist mir echt so dumm. Nirgendwo Welt. Scherzionkarte. Wenn du zugehst, darf sich jeder Spieler, wenn mindestens 6 Pokémon des Gegners... Warte mal. Während seines Zuges darf sich jeder Spieler, wenn sich mindestens 6 Pokémon des Gegners im Nirgendwo befinden, dafür entscheiden, das Spiel zu... Warte mal. Darf sich jeder Spieler, wenn sich mindestens 6 Pokémon des Gegners im Nirgendwo befinden, dafür entscheiden, das Spiel zu gewinnen. Wie meint ihr das, im Nirgendwo befinden? Mit Nirgendwo ist ja wahrscheinlich die Karte gemeint, die Stationskarte. Im Nirgendwo. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Oh, sorry. Nee, wenn du mit dabei.
Also wird 80 zocken. Ich glaube, das war's. Nee, ihn hab ich noch. Ist jetzt nicht so geil, der Reißer. Oh, cool, ein Snubbel. Nice. Zwei Snubbels. Flamache. Flammenschweif. Okay. Gebrüll, Standard, scharfe Fänge, okay. Nahrungsvorsorge. Du suche dein Deck nach einer Pflanzenenergie und lege sie an dein Pokémon an. Auch nicht schlecht. Energiefokus. Wissensfokus. Ach du Scheiße, da zockt dann 80 der Angriff. Geil, wenn Zeit ist, hat diese Fehler. Okay, das ist eine blöde Scheiße. Befragung. Schau die um. Ach, Konter 6 an, wähle beliebig viele Energiekarten, zeige sie deinen Gegner und nimm sie auf die Hand. Mische dein Deck anschließend. Okay. Naja. Ah, das ist okay, ich habe einen Flamau und einen Aquana gekriegt. Spiralsauger. Entferne 2 Schadensmarken von Aquana. Nicht schlecht. Doppelplatscher. Wähle 2 Punkte eines Gegners. Na, die da vielleicht 3 Schadenspunkte zu. Ah, sind das die Gegenstücke von Felinara und so? Will 1-3. Und Felinara hat ja auch 1-3. Also jetzt vom Angriff her, von den Kosten. Kann das sein? Sondern verschiebe bis zu 4 Schadensmarken von beliebig deiner Pokémon an. Beliebigen deiner Pokémon in beliebige Verteilung auf die gegnerischen Pokémon. Was? Ach du Scheiße. Zusammen mit Gengar war das bestimmt übelst krank. Aber da musst du ja erst die Attacke dafür nehmen. Du musst dafür echt die Attacke nehmen. Scheiße, es wären doch wahrscheinlich 3 Parts. Ich will jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Oh. Ja! Geil. Noch ein, oh, ein anderer Nidoqueen. Oh, Glitzer Nidoqueen. Okay. Gift dann. Der aktive Pokémon deines Gegners ist vergiftet. Lege zwischen den 2. Okay, super. Also super Gift halt. Er kriegt dann keine 10 Vergiftungsschaden, sondern 20. Geil. Liege die oberen Kante des Gegners auf den Ablegestapel, mische eine Karte aus dem Ablegestapel in dein Deck. Ah, 10 weniger. Okay, das macht die Energiekarte. Okay, was haben wir denn hier? Okay, und also die Attacke zockt 100 und für jede, warte. Ach so, nee, minus 10 für jeden Schwanzmarker, was das Pokémon hat. Okay. Oh cool, ein Krebsko. Nettes Design. Was haben wir hier? Die habe ich doch schon. Die war doch ein anderer Booster mal drin. Die wickelten Pokémon bei der Spiel können die Angriffe aus vorgehen. Blablabla. Die habe ich doch schon. Wahrscheinlich zählt das halt, wenn man die einen Boost, einen anderen Booster hatte. Achtung, Booster-Reihe. Kapit. Kann man mal machen? Muss man aber nicht. So, weitermachen. Die mach ich noch auf?
Dann hab Stube noch irgendwo, wo 1, 3 sind. Ja, geil. Wie oft habe ich denn die? Zweimal, geil. Yes! Geil. Geil. Ach, wahrscheinlich wegen Glitzer, deswegen ist die neu. Die andere Standardkarte hat wahrscheinlich nicht. Mega geil. Lege 3 Energien von deinem Ablegestab, liebe ich in deinen Pokémon ein. Geil. Ultim, Alter, mega. Mega. Nice. Die wollte ich unbedingt haben. Ich glaube, jetzt habe ich die sogar zweimal. Immer Unholo und immer Holo jetzt. Muss ich dann gleich mal gucken. Ja, da kann ich mein Feuerdeck auch wieder umbauen. Oder ein neues machen. Drei Kicken kostet 2 Energie. Aber ist neu. Holo? Ja, kann man mal machen. Muss man aber nicht. Geil, freue ich mich. Ich glaube, da habe ich aber genug. Ja. Ja. Geil, Flamdi. Ja, lieb Eldra. Geil. Holo? Ja, Holo. Worum es jetzt sieht, das ist hier. Ein Bewerb des Zuges. Vor deinem Angriff kannst du einen Spieler auswählen. Dieser Spieler muss seine Hand zurück ins Deck und 4 neue ziehen. Ich glaube, die habe ich zweimal. Immer Unholo und immer nicht Holo. Ja, geil. Yep, Holo. Das müsste in der Kombination mit Magneson spielen. Ich glaube, das war's. So, ich hab noch. Hier sind zwei, drei. Okay, da wollen wir sagen, mach jetzt die 2 mit 2 auf. Ja, geht was los. Himmelswelt. Jeder Spieler kann 8 Pokémon auf der seiner Bank. Was? Was? 8 Pokémon! Alter! Wenn diese Karte auf den Ablegestapel gelegt wird, legt jeder Spieler so lange Pokémon auf seiner Bank auf seinen Ablegestapel, bis er 5 auf seiner Bank hat. Der Besitz dieser Karte legt zuerst Karten auf seinen. Ach du Scheiße! Was gibt's denn hier für Karten? Das ist ja der Wahnsinn! Yes! Holo. Holo, Bruder Landra. Nice, jetzt hab ich 2. Einen aus dem Themendeck und eins jetzt. Geil, freue ich mich richtig. Sonst muss ich gerade so ein kleines Mini-Drachendeck bauen möchte, aber ich weiß halt nicht. Das Dumme ist, die ganzen Drachen-Pokémon haben ja alle verschiedene Energie. Vorsetzt. Zum Beispiel hier Bruder Landra braucht Feuer, Wasser, Tratini braucht zum Beispiel Pflanze, Elektro und ach, nur so ein Gedöns. Da wissen wir halt nie so richtig, wie man das spielen soll. Also wie zusammen man das spielen soll. Das ist ja. Muss man halt gucken, ne? Oh, was ist denn das? Entwicklungsstörer. Dein Gegner kann kein Pokémon von seiner Hand.
5 Schadensmarken, kostet 2 Energie. Das ist auch schon weitgehend böse, Alter. Besonders der Effekt ist ja, lege Schadensmarken, sondern also lege Schadensmarken drauf. Da ist egal welcher Effekt das ist, da legt die dann einfach drauf. Das ist böse. Also solche Pokémon sind komplettes Deck mit so, nur mit solchen Pokémon bestimmt so, puh, Alter. Wenn die noch richtig Schaden machen, Alter. Oh fuck. Oh, es gibt ein neues Angebot. Das habe ich mir gekauft, definitiv. Da waren die drei Booster drin, die ich vorhin so als erstes aufgemacht habe. Ich glaube, ich werde mal. Wie viel brauche ich da? 800? 865, glaube ich. Joa, habe ich ja bald. Habe ich ja bald. So, hier habe ich nochmal zwei. Die machen wir jetzt auf und dann beende ich den Part an der Stelle. Und dann machen wir. Guck mal, wie weit wir kommen, machen wir denn die anderen Booster auf. Das wird ja dann, glaube ich, relativ schnell gehen, wie die meisten Pokémon habe ich ja schon. Eboli. Oh, herrlich. Oh, das Eboli von vorne ist voll geil. Wähle eine Unterstützungskarte aus dem Stapel deines Gegners und verwende sie als Effekt dieses Angriffs. Ist natürlich jetzt ohne schlecht, ne? Ich bin gerade überlegen, ob es da irgendwas Gutes gibt. Cool. Okay, einen Abschnitt noch. Wie viel hab ich denn noch? Ach du Scheiße. Okay, 5, 9. Okay, nächsten Part machen wir 22 Booster auf. Und hoffe, dass was Gutes dabei rauskommt. Oh, das wird lustig. Ich freue mich. Oh, das Evoli, das war so geil. Ich glaube, ich schicke davon mal ein Bild meiner guten Freundin. Oh. In dem Sinne, wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Anregungen. Ich habe definitiv. Warte mal, ich muss mal gleich mal gucken, ob ich das locker zweimal habe. Ja, schnell. Dann könnte ich wahrscheinlich mein Volldeck ein bisschen umstrukturieren. Ich muss zu L. Ja, L. Nee. Na doch, hier. Holo? Nicht Holo. Geil, ich hab zweimal. Nice. Okay. Mal gucken, was ich damit zaubern kann. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht übrigens den Verlust. Und bis zum nächsten Mal von Pokémon Trade Game. Pokémon Trading Card Game Online. Mit Samen kann ich ganz meine Wenigkeit. Wenn wir im nächsten Unboxing-Part 22 Booster aufmachen. Die kleinen Rabaugen. Yay.